Willkommen zurück zum Wimmelbild. Das wollten wir ja gleich mal machen zu Beginn. Und wir müssen Aquamarinkristalle suchen. 12 Stück. Fragezeichen, nicht die richtige Farbe. Ach so. Aquamarin ist doch aber so grünlich. Aha, du bist Aquamarin. Nicht die richtige Farbe. Ja, schade, dass wir in der Mine nicht tatsächlich wirklich abholzen können. Also mit einer Spitzhacke und so. Okay, was müssen wir denn jetzt? Ah, warte mal, der verändert sich, glaube ich. Ja. Den haben wir auch. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Was müssen wir hier durchsägen? Mal gucken. Ah, das. Ach, ich habe die nicht aufgenommen. Alles klar. Ja, ich vergessen. Ich dachte, die haben wir im Inventar, aber nein, haben wir natürlich nicht. So, geh weg. Gut, 3 Stück brauchen wir noch. Ist hier hinter auch noch einer? Ist auch keiner. Läuft. Oh, ich will die Spitzhacke. Habe ich es noch gesagt, ich möchte die Spitzhacke. Und schwupps, haben wir sie. So, ein Kristall braucht man noch. Das ist die Frage. Wo der ist. Also ich finde, ehrlich gesagt, Aquamarin, das hier mehr so, ne? Nee. Gut, in der Schubkarre ist auch keine. Prima, 12 Stück. Okay, können wir hier irgendwie noch was machen? Ich glaube, mehr war hier nicht. Gab es hier eigentlich ein Sammelobjekt? Ich weiß das gar nicht. Sieht aber leider nicht so aus. Nee, dann gehen wir mal zurück. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Wir müssen ja den Arm... Wie haben wir den Arm schon? So, lade den Arm auf, gehe in die untere Etage und verwende eine spezielle Maschine, um den mechanischen Arm mit spezieller Teleportationsenergie aufzuladen. Okay, und wir sollen das Headset reparieren. Beziehungsweise der junge Mann, der Eindringling in Anführungsstrichen, macht das ja, damit wir mit Tina Kontakt aufnehmen können. So, wo war denn jetzt diese Maschine? Die war, glaube ich, noch ein zurück. Genau, da ist der Arm, hier brauchen wir die Kristalle. Die Mine sollten wir uns merken, damit wir noch unseren Strom ein bisschen sparen. So, geladener mechanischer Arm. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Und da. Oh, er ist fertig. Er wartet auf seinen Arm. Okay, was hält er da in seinem... Ja, also da kommt der Arm hin, aber was ist das bitte? Bravo! You learned how to use it. Ja. Here, this is fixed. Try to reach her. She said the last time we spoke that her agency was trying to develop a super virus in order to stop the mainframe. Arnold. I doubt that. But let's give it a try. Nein, ruft Tina einfach an. Aber was ist das bitte? Tina, are you there? Tina, what about the supervirus? Can you hear me? This link is compromised. Destroy it immediately and come find me at our old house. Here we go. Give me your hand. Was? Don't worry. It'll be over in a blink of an eye. An einem
anderen Ort teleportieren. Ja, das haben wir geschafft. Ich muss erst mal gucken, ob die DNA noch überall sitzt, wo sie sein soll. Oh, Tina. Du hast dich aber verändert. Arnold now controls all the military drones and he's ready to attack. We need to stop him at once. But we can't determine where his major base is. I know Arnold's location. But first, you need to explain yourself. Also wirklich? Erst möchte ich mal wissen, was mit dir los hier? Listen to me. I was assigned to you to keep an eye on you. My mission was to watch over you. And in case you invented anything dangerous, I was to destroy it and delete all the files. Aha. Von wem wurdest du denn geschickt, hä? Tina sagt, sie wurde geschickt, um auf dich aufzupassen, aber war sie in dich verliebt? Versuche drei Symbole der Zuneigung zu finden, um die Antwort zu erhalten. Also, naja, das wahrscheinlich. Oh, nicht? Anleitung. Also, willst du mich veräppeln? So, drei Symbole der Zuneigung. Ein Bild von ihr ist es anscheinend nicht. Ihre Zähne sind es auch nicht. Oh, ein Herz. Okay, was haben wir da noch? Nix. Hier haben wir noch ein Herz. Ach so, wir suchen Herzen. Na toll. Und hier haben wir auch noch ein Herz. Little did I know that I could fall in love with you so easily. Tina, what do you want? Ja, Tina, was willst du? The agency gave me a special device called Ragnarok, and with it, I could delete any possible program ever created. I was going to, as a proof of my love, to give you that device for our anniversary. I was ready to confess everything, remember? Naja, du wolltest irgendwas sagen, aber... Ja, hier ist schon wieder der schöne Mittagstisch. Das Geschenk, das Tina Ihnen an ihren Jahrestag gab, war ein spezielles Spionagegerät. Wenn du ihr damals nur zugehört hättest. Und das stimmt, das haben wir nicht gemacht. Er hat das Ding eingepackt und hat gesagt, ja, das öffne ich später. Okay, folge den Schritten, um dieses besondere Geschenk zu erstellen, damit Tina dir den Rest des Plans erzählen kann. Oh, nee. Erstmal einpacken. So, abschneiden. Super, passt. So mache ich das Weihnachten auch immer. That device, Ragnarok, is the key for our problems. Arnold did turn our house to rubble, but my hope is that the Ragnarok device is safely buried under it. Arnold hat zwar unser Haus in Schutt und Asche gelegt, aber ich hoffe, das Ragnarok-Gerät sicher darunter verschüttet ist. Achso, dass das Gerät darunter verschüttet ist. Wie jetzt? Wir hatten ein ganzes Haus und dann hatten wir nur eine Küche, die 2 Quadratmeter groß war? Ich verstehe. The box from which my hologram is projected has a robot which can scan the rubble and locate the Ragnarok device. Don't use explosives. Okay, das Gerät soll immer noch im Haus sein und über einen speziellen Roboter geortet werden. Finde die fehlenden Teile und bring sie an den vorhergesehenen Platz zurück, damit du den Rest des Plans hören kannst. Okay. Dahin. Du kommst dahin, dann brauchen wir jetzt irgendwie diesen Schatten oder was auch immer das ist. Ach ja, du auch noch. Super. When you get the device, use the robot to let me know, so we can arrange a decoy attack for your cover. Okay, wenn du das Gerät gefunden hast, sag mir mit dem Roboter Bescheid, damit wir einen Täuschungsangriff für deine Tarnung arrangieren können. All right. Das klingt nach einem guten Plan. That sounds like a good plan. Ja. Als hätten die 5 Freunde ihn persönlich ausgehackt. Gut. Machen wir das mal. Hol dir Ragnarök. Ja, wir werden es einnehmen. Need special elements before scan. Finde die Materialien. Einen Becher, ein Lineal, ein Stück Holz und ein Backstein. Keine Ahnung. 4 Vorlagen. Ja, okay. Gut, so, den Chip haben wir auch. Bin ich froh, dass er hier ist. Moment mal, hier ist doch das erstmal.
Ein starker Mann wie er kann mir zumindest helfen, etwas Schweres zu bewegen, wenn es nötig ist. Okay, so, wir machen erstmal das Paket hier auf. Schauen wir mal, was drin ist. Ein Seil, nehmen wir den Backstein und den Becher. Ach, mit Wasser. Ah, das ergibt Sinn. Ey, und wir haben alles auf einen Fleck gefunden. Super. Na, dann scan mal. Wo ist das Haus hin? Auf einmal in der Erde verschwunden? Oder hatten die nur ein Dach? Oh, da ist es ja schon. Tinas Geschenk ist in den Keller gefallen. Ich muss dahin, sonst ist alles verloren. Gut, ja, danke für deine Hilfe. Oder gab es noch irgendwas zu besprechen? Achso, nee. Ja. Gut, dann wollen wir mal... Okay, ich nehme auf. Ich habe gerade schon gedacht, ich nehme nicht auf. Dann wollen wir mal in den Keller gehen. Geh weg. Der steht aber auch mitten im Weg. So, aber vielleicht hat der Eindringling... Wenn ich den Stein mit etwas zusammenbinde, kann er ihn bestimmt bewegen. Ich frage mich, ob der Eindringling auch einen anderen Namen hat. Ja. Ja, schön. Also er ist stark, wir nicht. Schön. So, du gehst auch mal weg, du auch. So, komm da erstmal runter hier. Ja, die Tür ist da, aber unverschlossen. Und unverschlossen. Nein, er ist ein Wimmelbild. Nein, der Keller ist ein Wimmelbild. Na toll. So, Tambourin. Sollte jeder im Keller haben. Wir müssen das Wasser abstellen, alles klar. Mit dem hier. Wir können dem Wasser den Weg abschneiden. Oh. Können es auch mit dem Ventilrad versuchen. Oh, hier ist ein Stern. So, das sollen wir anheben. Da brauchen wir bestimmt einen Wagenheber oder sowas für. Ih, was ist denn das? Ist es lebendig? Ein mutiertes Stück Dreck. Ich schaffe dich ab. Also hilf mir. Hä? Ach, ich schaufel dich ab. Also hilf mir. Ey, er kann auch nicht. Den so ein hat sich Tina, die KI, verliebt. Ja. So, Schraubenschlüssel, großer USB-Stick. Ein großer. Was haben wir hier? Flugzeug brauchen wir nicht. Molekül, Herz, Uhr, Kirsche und Magnet. Ja, und das Geschenk, das wird wahrscheinlich da drin sein. Molekül haben wir schon mal, Kirsche haben wir auch. Das machen wir hier drunter. Ja, das Geschenk. So, eigentlich können wir doch jetzt aufhören. Wir haben das Geschenk. Reicht. Großer USB-Stick. Wie groß kann der sein? Ach, das war er schon. Okay, Magnet, Uhr und ein Herz. Dem Herz müssen wir bestimmt noch irgendwas machen. Nee, das muss hier sein. Das ist immer mal gelb und dann wieder lila. Ja, merkwürdig. Gut. Fehlt nur noch das Herz. Wo haben wir denn das Herz? Aha, es hat sich verwandelt, deshalb. Gut. Prima. Auspacken. Das ist eine geeignete Lösung. Ein Gerät namens Ragnarök, um der allmächtigen KI ein Ende zu bereiten. So, das lassen wir jetzt mal scannen. Bravo! Now, show us where Arnold's located. So, zeig uns jetzt, wo Arnold sich befindet. Oh, thank you, honey.
Großartig. Jetzt kennt Tina Arnolds Standort. Hm? Tina, how are you? Is everything all right with the baby? Everything's fine. Baby is fine. We should focus to save the world first. Then we can enjoy our happiness. Concentrate, my love. Take the robot. He'll signal us when to start the attack. Mhm. Naja, ich bin mir ja noch nicht so sicher, ob sie wirklich jetzt, It's ready. Come on! Oh nein. Give me your hand. Ja, er gibt mir ja deine Hand. Oh, Arnold, ich habe dich endlich gefunden und kein Kraftwerk der Welt wird dich jetzt beschützen. I can't break through this. Let the robot try. So, erstmal hier gucken. Ist doch klar. Okay, da brauchen wir einen Reifen. Hier haben wir schon mal die Zeitung. Und Tinas Kasten. Nee, auch noch Tinas Kasten. Er macht uns jetzt eine Tür frei. Und? Need lots of rubber. Brauche viel Gummi. Ja, Handschuhe, Stiefel, ein Schlauch und ein Reifen wahrscheinlich. Warum auch immer er Gummi braucht. So, elektronisches Schloss. Wir haben eine Zeitung. Was machen wir denn eigentlich mit der? Hier, kannst du Zeitung lesen? Ach, warte mal, was ist in der Jacke eigentlich drin? Ein Feuerzeug. Und eine Waffe. Ui. Ja, denn? Ja, es ist leer. Ja, ja. Ich habe es auch gerade gesehen, aber ich dachte mir, ich versuch's mal. So, nee, du musst mal weg. Okay, wir haben einen Anzünder und eine Zeitung. Warte mal, können wir das hier anzünden? Können wir das hier anzünden? Auch nicht. Was können wir denn anzünden? Also ich bin ja immer für Anzünden. Können wir zurück? Nee, auch nicht. Wir haben doch nur zwei Sachen. Achso, warte mal. Ist zu weit hinten. Alles klar. Zeitung? Okay, wir brauchen irgendwie eine Stange oder sowas. Ist schwer. Ist irgendwie nix. Ein paar Schocks. Ja, der ist leer. Können wir das aufladen? Ja, können wir. Prima. Hey. Warte mal, was stand da dran? Bürocontainer. Achso, ich dachte, da stand was anderes dran. Okay, das hätten wir ja auch aufteasern können, aber nein, wir haben den natürlich weggeschmissen. Es war ein Einmal-Teaser. Ich frage mich, was in der Tasche ist. Dann mach sie doch auf. Nee. Dachte wir. Oh nein. Okay, auch nochmal. Ja, den Besen. Nee. Okay. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit, ist klar. Nussknacker? Das ist ja eigentlich witzig. Müsste ich mal ausprobieren. Ja, dann gucken wir doch mal da unten nach diesem komischen Gummiteil. Prima. Bitteschön. So, Nummer 1 haben wir schon mal. Ja, Nummer 3.
2 und 4. Dauert noch eine Weile. Oh, ein Puzzleteil, super. Okay, ich bin kein großer Numismatiker. Und wir haben eine Kugel. Ich brauche das Schießpulver, aber wie nimmt man das top ab? So brauchen wir denn das Schießpulver? Vielleicht dafür? Zeitung? Ach Quatsch. Okay, wieder was gelernt. Wir werden noch zu einem richtigen MacGyver. Ich wäre jetzt da nicht stehen geblieben, aber gut. So doll war der Wumms jetzt auch nicht. Eine Stiefeljacke braucht man nicht. Vielen Dank. Okay, dann war doch hier noch ein Schloss. Hui, ein Wimmelbild. Wir suchen Umrisse. Und haben ein Messer und... Ach, und schneiden das Paket auf. Immer. Okay, was mache ich mit dir? Da oben den Fisch zeichnen. Super, Picasso hätte es nicht besser machen können. Handschuhe brauchen wir auch noch. Ist da. Ach, siehst du, sag ich doch, das müssen wir ankleben. Okay, was braucht man noch? Ein Schiff. Nee, aber das Teil, aber da hatte ich schon drauf geklickt. Na, obwohl, es sieht doch ein bisschen anders aus. Das war doch richtig. Okay, so, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Fregatte. Ach, die doch. Sehr gut. Und der Gummistiefel, hui. So, damit haben wir Gummistiefel, wir haben die Handschuhe und das letzte... was war denn das? Ein Gummiband oder so? Nee, ein Schlauch. Da ist er doch. Oh. Ja, tut mir leid, Feuerlöscher, aber du hast hier eh nicht mehr gebraucht. Schöner langer Schlauch. Wird dem Roboter sicher helfen. Ja. Den Rest denken wir uns. Start the attack now. Now. Okay. Wähle den sichersten und schnellsten Weg, um den Hindernissen und Drohnen auszuweichen, damit du endlich die Basis von Arnold erreichen kannst. Hier bin ich. Wo muss ich hin? Da, wo es Licht brennt? Oder da? Na, da ja auf jeden Fall nicht. Nee, hier ist das Licht. Ich muss hier hin. Ach. Wie dumm kann man laufen? Ich laufe jetzt nur aus Spaß. Mir war klar, dass das hier falsch ist.
Aber ehrlich, wie dumm kann man laufen? Ja, ach du meine Güte, es geht noch weiter. Shit, ich dachte, er geht weiter. Nochmal warten. Gut, das war nichts. Der ist es auch nicht. In Ordnung. Scheitern wir hier oben an dem. An dem kommt man nicht vorbei. Guck noch einmal. Der muss weg sein und jetzt... Müssten wir bis nach oben kommen, aber dann haben wir immer noch den, ja. Das kriegen wir nicht hin. Es kann nur A sein. Aber wann? Ach dann. Ach so. Och Mensch, jetzt ernsthaft? Super. Was für ein schönes Spiel. Ja, den Drohnen sind wir ausgewichen. Erfolgreich. There you are. Da bist du ja endlich. Quick! Find a way to get inside before the drones come. So, erschaffe einen Eingang. Ja, wie denn? Gut, dass wir eine halbe Flasche Wasser mit haben. So, ich brauche hier 3 Spikes, damit ich oben ankommen und ranklettern kann. Na denn, schnell ist ja halt auch immer in Wirmelbildspielen relativ. Danke. Huch. What do you mean, Father? Wie, was meinst du mit Vater? I can't hold it for long. Please, hurry! Ja, so schnell wie ich eben kann. Aber ich muss erstmal wimmeln. Es ist halt so, was soll ich sagen? Hätte sie einen anderen Job suchen müssen. So, die sind alle lila. Achtung. Sind alle versteckt hier. Wollen wir erstmal diese Blätter weg. Wo können wir die denn hinmachen? Und dann noch so ein, ja, tue dies, tue jenes Wimmelbild. Nix mit schnell. Was bist du denn hier? Du kommst doch bestimmt daran. Sehr gut. Da. Ja, hier gibt's auch keinen Müllhaufen. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Ganz schön viel. Eine große Klinge. Okay, brauchen wir auch das Kabel? Nee, aber wir brauchen noch eine Uzi. Ach, ich dachte, da fehlt noch was. Hier kann man alle nützlichen Waffen aufbewahren. Schön. Ich habe aber keine. Ach, guck mal. Wir brauchen Handschuhe oder sowas. Hm.
hier noch eine Zange? Nee, die habe ich natürlich mal wieder weggeschmissen, wie sich das gehört. Tja. Das? Nee. Brecheisen bekommen wir auch nicht. Karton kann ich auch nicht gucken. Große Klinge. Was mache ich denn mit denen hier? Ach Quatsch, jetzt ernsthaft? Ja gut, so, Handgranate, Shuriken und ein Rucksack. Das wird der Rucksack sein, der muss erstmal voll werden. Handgranate. Wenn wir hier durch sind mit dem Spiel, dann sind wir Söldner. Shuriken. Okay, was ist ein Shuriken? Ah, den Rucksack können wir schon mal nehmen. Okay, dann ist Shuriken auf jeden Fall keine Waffe. Ich habe es nicht gesehen, schade. Waffensatz, sehr gut. Okay, aber... Wollte der da nicht hochklettern, um... Keine Ahnung. Gucken wir mal. Neutronengranate. Große Klinge... Klinge vor allen Dingen. Laserpistole. Das nenne ich eine It's ready. Waffe. Come on. Genau, komm, gib mir deine Hand. Auf Ketchup, go. Auf Ketchup? Habe ich das richtig gehört? Auf Ketchup? Anleitung, ach du. Suche den schnellsten Weg durch das Tunnellabyrinth und ziehe ihn, um in die Basis von Arnold so nah wie möglich an den Mainframe zu gelangen. Ach komm schon, ernsthaft, wer denkt sich denn sowas aus? Hier lang. Aber kann nichts machen. Geh doch mal. Geh. Lauf, Forrest, lauf. Habe ich aber das Spiel nicht verstanden. Suche den schnellsten Weg durch das Tunnellabyrinth und ziehe ihn, um in die Basis von Arnold so nah wie möglich an den Mainframe zu gelangen. Ja, das wird ja hier oben sein. Aber... Oh, alles klar. Ja, ist der falsche Weg. Also. Okay, bin froh, dass ich es doch noch verstanden habe. Ja, was soll ich sagen? Also, das ist wirklich ein Moment, was sehr viel Spaß macht. Aufgabe komplett. Erschaffe einen Eingang. Ich hab's geschafft, aber wohin jetzt? Ja, das kann ich dir sagen. Wir gehen direkt in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.